Hallo zusammen, heute erwartet euch ein Ganzkörpertraining mit diesem Theraband. Unser Beckenboden wird natürlich auch trainiert. Und das Schöne an diesem Theraband, ihr könnt es überall mit hinnehmen. Ich bin hier gerade im wunderschönen Ägypten. Nehmt jetzt mal euer Theraband Doppel, bringt es hinter den Rücken, unter die Arme. Die Arme halten sich in einer U-Form und schließt vorne zusammen. Arme nach vorne führen, Unterarme treffen sich. Und ausatmen, zusammenbringen und einatmen, öffnen. Zusammen, einatmen, öffnen im Brustkorb und verschließen. Öffnen und verschließen. Jetzt können wir das auch kombinieren mit unserem Beckenboden, mit einer Beckenbewegung. Der Beckenboden verschließt sich, wenn wir die Arme zusammenbringen und wir öffnen, entspannen mit der Einatmung. Jetzt die Arme zusammenbringen, Schambein kippt nach vorne und Steißbein zieht jetzt zurück. Steißbein rollt sich ein nach vorne und zieht zurück. Wenn ihr die Arme schließt, verlängert sich der Rücken und hier mit der Einatmung kommt ein leichtes Hohlkreuz. Und zusammen einatmen. Ihr könnt auch mehr Infos über die Beckenschaukel bekommen in meinem Video. Ich verlinke euch dazu. Ihr seht oben rechts den Button Beckenschaukel ganz. Wesentlich für das dynamische Beckenbodentraining. Ja, und jetzt schön kombiniert mit unserem Theraband. Wir bringen das Theraband über unseren Kopf, strecken die Arme nach oben, versuchen hier eine gute Spannung zu erreichen und kommen in die Seitbeuge. Einmal zur rechten Seite, über die Mitte zur linken Seite. Wenn ihr jetzt zur rechten Seite euch beugt, versucht auch das linke Bein verstärkt in den Boden zu drücken. Zur linken Seite beugen und das rechte Bein drückt verstärkt in den Boden. Schöne Flankendehnung, seitliche Flankendehnung. Und nochmal zur anderen Seite. Hier steht hüftbreit. Und bringt jetzt die Hände hinter euren Po. Hier streckt ihr die Arme und bringt hier mal das Theraband ein bisschen auseinander. Genau. Spürt die Öffnung im Schultergürtelbereich. Brustkorb öffnet sich und beugt euch nach vorne. Arme kommen mit und blickt nach unten oder durch eure Beine durch. Und wieder hochkommen. Für die nächste Übung bringt ihr das Theraband um eure Oberschenkel. Müsst ihr hier ein bisschen wickeln. Ja, es soll ein bisschen Spannung bestehen, wenn ihr in den Squat kommt. Hier tief, dann spürt ihr, dass das Theraband euch zusammenhalten will und die Oberschenkel drücken dagegen. Tief und hoch. Setzt euch auf einen imaginären Stuhl, Arme ziehen nach oben. Ja, das Theraband hält die Oberschenkel zusammen, aber ihr drückt ein bisschen dagegen. Das bringt Zug und wunderbare Übung für den Po, die Beine, den Beckenboden. Ihr haltet hier einen langen Rücken, wenn ihr tief kommt. Jetzt kommt ihr tief und bleibt tief. Geht tiefer, tiefer, tiefer. Vielleicht kommt ihr hier in die Hocke. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm, aber ihr könnt es versuchen mit langen Rücken. Die Füße sind an den matten Außenkanten und haltet hier kurz diese Hockposition. Löst auf und ihr dürft euch setzen. Ansonsten setzt ihr euch gleich nach unten. Mit der Hocke ist es nicht unbedingt so einfach. Manchmal braucht man vielleicht auch ein paar Hilfsmittel. Aber wir sind jetzt zum Boden nach unten gekommen. Bringen jetzt das Theraband unter unseren unteren Rücken. Erstmal hier wieder auffummeln, jetzt nicht mehr doppelt nehmen. Beide Hände fassen das Ende und legt euch auf das Theraband. Es liegt oberhalb des Kreuzbeins und jetzt könnt ihr merken, dass das Theraband durchgezogen werden kann. Ihr bildet eine leichte kleine Höhle unter eurem Rücken. Das ist die natürliche S-Form der Wirbelsäule. Wenn ihr aber den unteren Rücken jetzt auf das Theraband drückt, kommt ihr in die
Bauchspannung. Und aus dieser Spannung heraus kommen wir jetzt in die Bewegung. Rechte Armschlinge zieht am linken Oberschenkel vorbei. 2, 3. Ihr könnt 4 bis 8 Mal hier diese Bewegung machen. Wir machen hier gerade mal 4 Bewegungen. Jetzt kommt das linke Bein auf das rechte. Mit der Ausatmung pusht ihr den Arm seitlich vorbei. Push, ausatmen. Ihr merkt hier die schrägen Bauchmuskeln, die kommen hier in die Anspannung. Haltet jetzt eure Beine in Tabletop-Position, wenn es sich gut für euch anfühlt. Das sind hier kleine Steigerungen. Ihr könnt in den vorherigen Positionen bleiben. Das dürft ihr individuell entscheiden. Ich mache euch hier das Angebot, das zu verändern. Rechter Winkel in den Beinen. Ihr könnt den Nacken halten mit der linken Hand. Push, ausatmen und leicht zurückkommen. Das Theraband hilft euch hier sehr gut, die Bauchspannung zu halten, indem ihr immer schön auch den Druck mit dem unteren Rücken auf dem Band halten könnt. Man sieht es jetzt von der Seite ein bisschen besser. Die linke Hand kommt jetzt hier in die Bewegung und nach vorne. Hier spürt ihr aber auch den Zug mit der Ausatmung am rechten Schenkel vorbei. Genau. Ausatmen. Und Bauchspannung hält sich und ihr kommt mit dem Arm diagonal nach vorne oben. Das Band gibt einen Widerstand, verstärkt den Kraftaufbau. Auch eine schöne Übung, um eine noch vorhandene Rektusdiastase zu schließen. Und jetzt den rechten Fuß auflegen auf das linke Bein. Die Übung nochmal, gleiche Richtung. Bei Schließung der Rektusdiastase würde ich mit den Beinen am Boden bleiben. Hier geht es schon so ein bisschen in die fortgeschrittene Übung. Wenn wir gleich bei dem nächsten Level beide Beine nach oben nehmen, die Füße vom Boden abheben und in die Tabletop-Position kommen. Und zwar jetzt noch mal ein bisschen das Band nachjustieren. Genau, schöne Spannung haben in dem Band. Auch beim Zurückgehen sollte das Band nicht so locker sein, also auch die Spannung noch da sein. Und vor. Genau. Spürt man es schon ein bisschen? Die Übung ist natürlich bei jedem individuell auch unterschiedlich. Und wenn ihr hier in der Rückbildung noch seid, ist weniger mehr. Ansonsten, vielleicht könnt ihr hier den inneren Schweinehund überwinden und noch einen kleinen Countdown. Und nochmal ablegen. So, wir kommen jetzt nochmal in die Grundspannung, versuchen das Band unter unseren Rücken zu fixieren. Genau, und wir machen im Wechsel. Rechten Ellbogen zum linken Knie führen. Rechte Knie führt zum linken Ellenbogen, also sie nähern sich an. Das ist der sogenannte Kniekuss. Genau, im Wechsel. Ihr könnt dabei jetzt noch das andere Bein gerade ausstrecken. Aber bitte nicht für Frau mit Rektusdiastase. Das ist zu anstrengend hier. Da braucht ihr schon eine stärkere Körpermitte. Findet euer Level. Mitte ausatmen und in den Kniekuss kommen. Und zur anderen Seite. Und ein letztes Mal. Schneller werden. Genau. Ablegen. Ihr habt es geschafft. Streckt euch. Macht euch lang. Zieht euch richtig lang. Hände nach hinten, Füße nach vorne, klopft euren Bauch und bringt die Hände wieder nach hinten. Jetzt greift die rechte Hand das linke Handgelenk. Seid richtig schön gestreckt und jetzt wandern die gestreckten Beine vorne ein bisschen nach rechts rüber und der rechte Arm, also die rechte Hand, greift hier das linke Handgelenk und kommt auch hier mit den Armen nach rechts rüber in diese Bananenkrümmung.
Spürt hier die schöne Dehnung. Und jetzt über die Mitte kommen. Jetzt greift die linke Hand das rechte Handgelenk und zur anderen Seite in die Banane kommen. Füße wandern nach links. Schöne Dehnung, auch in der seitlichen Flanke. Und die Bauchdecke wird gedehnt. Die Gegenbewegung zu eurer Muskelanspannung. Atmen nicht vergessen. Und ihr dürft auflösen. Bringt jetzt das linke Knie zur rechten Seite rüber. Nochmal hier eine schöne Dehnung. Auch für den Rücken. Die linke Hand zieht nach oben. Langer Arm und über die Seite ablegen, versuchen. Die Schultern sollten beide am Boden bleiben, wenn das Knie Richtung Boden geht. Ansonsten das Knie nicht ganz so tief, Hauptsache die Schultern bleiben am Boden. Wir kommen über die Mitte und jetzt das rechte Knie sinkt zur linken Seite ab, kommt in die liegende Drehung und euer rechter Arm zieht nach hinten, die Hand berührt hier den Boden. Jetzt seitlich ablegen. Handfläche zeigt zum Himmel. Und die Schultern sollten am Boden bleiben. Genau. Und genießt diese Dehnung. Kommt zur Mitte, die Arme greifen nochmal nach hinten, die Hände berühren den Boden und seitlich ablegen, seitlich dann zum Boden am Körper ablegen. Hier könnt ihr noch gerne länger liegen bleiben und euch entspannen, atmen und einfach genießen, Gewicht abgeben am Boden. Wunderbar. Ich verabschiede mich inzwischen von euch, wünsche euch eine gute Zeit und wenn ihr meine Videos weiter verfolgen wollt, abonniert meinen Kanal. Ich freue mich über jeden Abonnenten und möchte euch zu einem guten Körpergefühl verhelfen. Ihr findet viel dazu auf meinem Kanal und ja, schaltet wieder ein. Bis bald. Ciao.